So, meine Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir stehen in Hauningsöll. Ich habe da jetzt gerade abgeladen. Wir fahren jetzt leer nach Salzburg zurück. Ja, und was soll ich sagen? Eine Runde zum Ärgern heute. Motorkontrollleuchte. Ein gutes Zeichen. Wir haben heute 5 Stunden Fahrzeit weg. Ich bin am Heimweg schon darauf aufmerksam geworden, dass da irgendwas nicht stimmt. Heimweg hierher nach Hauningsöll, besser gesagt. Und ich fahre jetzt nach Salzburg retour. Die Frau habe ich schon informiert, dass wir da ein Thema haben. Und sie soll gleich mal schauen, dass einer unserer LKWs praktisch parat steht, wenn ich dann in Salzburg ankomme. Und den Auflieger dann praktisch nur tauschen muss. Der hier geht auf alle Fälle in die Werkstatt. Und dann sehen wir weiter. Also Leute, wir sehen uns in Salzburg, würde ich sagen. Bis später. So Leute, wunderschönen guten Morgen. Ja, LKW getauscht. Der DG3 wird jetzt überprüft, was es da auf sich hat mit dieser Motorkontrollleuchte. Und wir sitzen im DGX. Links abbiegen. Oh. Und wir haben einen schönen Auftrag, der bringt uns nach Innsbruck zu Holter oder Holzner, keine Ahnung. Eine überschaubare Strecke heute, passt gut. Freitagnachmittag, Aufnahme, Zeitpunkt, wunderbar. Wochenende steht vor der Tür. Da wünsche ich euch natürlich allen ein schönes Wochenende, dies zum Wochenende oder vor dem Wochenende. Jetzt noch sehen das Video und da pfeift ein Düsenjet. Micha, warum pfeifen da so viele Düsenjets? Du kannst mir das sicher beantworten. Ist mir beim Vorbereiten zum Video ist mir das bereits aufgefallen. Und Salzburg wird total überrannt mit Düsenjets, keine Ahnung, weil in der Steiermark, in Spielberg vielleicht, die Airpower stattfindet, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, was da los ist. Ja, und ungewohnt, wir... Was ist der nächste? Wir fahren Handschalter. Da haben wir ihn. Ist nicht der Komfort, so wie wir ihn kennen vom TG3 mit der Automatik. Also das muss man wirklich sagen, das ist ein riesen Unterschied. Und wenn du das nicht mehr gewohnt bist, dann vergiss da gerne mal auf Schalten. Also bitte entschuldigt, wenn ich da jetzt den einen oder anderen Hacker beim Schalten drinnen habe. Aber ja, wir werden das Kind schon schaukeln. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Ja, das machen wir glatt. So, Freunde. Zum Berichten, ja, gibt es so Überschaubares. Der Christian von der ITL hat einen Reifenplatz. Es ist ihm Gott sei Dank nichts passiert. Er war ein bisschen, ja,
verdutzt und hat zu Beginn gar nicht recht gewusst, was da jetzt konkret passiert ist. Verstehe, du rechnest ja nicht wirklich damit. Er hat die Situation gut gemeistert und wir hatten glücklicherweise da oben einen Auflieger zur Verfügung. Der hat dann in Berlin praktisch einen von mir übernommen, einen Trailer von mir übernommen, mit dem ist er jetzt unterwegs. Und kann nur empfehlen, schaut beim Christian rein. Klare Empfehlung. Muss man gesehen haben, Christian von der ITL. Absolutes Must-Have praktisch, was man gesehen haben muss. So, die Kamera, hoffentlich funktioniert das. Schaut zumindest so aus. Wie gesagt, wir pfeifen jetzt ganz remote, ganz gemütlich nach Innsbruck. Liefern da die Batterien ab, die wir geladen haben. Dann passt es wieder für uns. Wir sitzen verdammt weit vorne. Werden wir nochmal ganz kurz ein bisschen den Sitz justieren. Auf alle Fälle besser. Jawohl. Ja, wir fahren aktuell mit dem EGX von Mazda. Ihr kennt das Auto, ich fahre den trotzdem immer wieder gern. Und ich finde immer, ein bisschen Abwechslung ist gar nicht so schlecht. Wir haben da ein Interieur drinnen vom CMI, der Carmichael Industries. Auch das kennt ihr. Ich bin gespannt, wie es in der Nacht wirkt, weil das alles beleuchtet ist. Wir haben da hinten den Löwen. Den Sternenhimmel da oben, den habe ich gar nicht aktiviert, aber es leuchtet auf alle Fälle rot, also wir werden sicherlich bei Gelegenheit auch eine Tour zur späten Stunde irgendwo gemeinsam bestreiten, da bin ich jetzt einmal überzeugt, bin gespannt. So, da geht es eh schon Richtung Innsbruck, weil so weit ist es ja nicht, 2 Stunden Fahrzeit haben wir noch, das passt. Und der JJ ist aktuell in Salzburg. Da habe ich das neueste Video, das ist angekündigt. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß nur, der ist zum Stehen gekommen bei RT. Einer unserer Kunden und die haben den draußen stehen lassen, wirklich, also die haben den nicht rein ins Gelände. Ich habe mir eine Nachricht geschickt, er muss draußen stehen bleiben, ich habe niemanden mehr erreicht im Büro bei RT, sonst hätte ich denen das gesagt, das kann es nicht sein. Hätte ihm auch angeboten, dass er natürlich bei mir am Hof stehen bleiben kann, aber Fahrzeit war komplett vorbei. Er hat gemeint, er holt sich in der Früh dann einen Kaffee. Schauen wir. Ob er das dann gemacht hat, ich weiß es nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt dann nicht in der Firma. Haben wir den mal mit dem Retarder, da muss ich nur mal schauen. Ja, und sonst gibt es an sich nicht wirklich irgendwas Neues zu erzählen.
Alles beim Alten. Zumindest der im Werk gestanden ist, also bei der Firma gestanden ist, dass ich auf den DGX zugreifen habe können, dass ich nicht irgendein Leihfahrzeug mieten oder irgend sowas in die Richtung machen muss, mieten machen muss. Was springt er denn also? Radarkosten. Ja Leute, was ist bei euch los? Was gibt's Neues? Das zuckelt da jetzt wieder. Das gestern keinen einzigen Zuckler, wie ich das Video vorbereitet habe. Ich bin bei Truckin, wo es eingestellt habe, damit das am Discord gepostet wird, die Touren und so weiter. Bin ja durchgefahren, keinen einzigen Ruckler. Jetzt starte Ruckler. Wobei, der hat gestern nach dieser Tour, die ich da gefahren bin, ein Update gebracht. Das fällt mir jetzt schon ein. Also das könnte schon durchaus sein, dass da irgendwas passiert ist. Das wäre jetzt nicht ausgeschlossen. Ja, letztes Wochenende, wo es so richtig heiß ist hier bei uns in Österreich. Also wir haben wirklich Temperaturen aktuell gehabt. Heute ist ein bisschen leicht angenehmer, wobei es ist ziemlich schwül jetzt. Es ist schon brutal. Jetzt rechts abfahren. Ja, wenn ich schaue, meine Tochter, die momentan ja in LA ist, ein College, die haben gerade 40 Grad. Es muss richtig, richtig extrem sein. Sagt sie auch. Also es ist wirklich so, du merkst die heiße Luft direkt auf der Haut, wie sich das extrem heiß anfühlt und wie unangenehm das eigentlich ist. Brutal. Schon brutal. So, Innsbruck. Rechts fahren. Leute, wir sind in Innsbruck und die FPS fallen runter auf, ja, wir waren nicht unter 50. Jetzt rechts abbiegen. Ja, der bremst ein bisschen schlechter wie der EG3, aber wie ich sehe, am roten Dingsbums. Ja. Ups, nicht mit der sechsten, Freunde, mit der zweiten fahren wir weg. 43 FPS. Leck mich doch. Passt. Die sollten es jetzt schon langsam einmal in den Griff bekommen, würde ich sagen, liebe Leute, oder? Aber Hauptsache, wir haben schon wieder ein Trailer-Pack heraus. Ganz wichtig. Jetzt rechts abbiegen. Naja, was so ist. Ist eh nett, was machen. Wirklich, wirklich nett.
So, wo haben wir die Bude? Nach 200 Metern rechts abbiegen. Da rein oder Jetzt wie? rechts abbiegen. Da rein. Da schaut es ein bisschen eng aus. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Aber richtig eng. Freunde. Freunde. Wieso hupt der jetzt? Weil ich so knapp wie bei bin oder was? Haben ja nicht touchiert. So, wo gehen wir da? Ui, da ist ein. Eieieiei. Mit da jetzt, ja, ich glaube, da müssen wir. Nicht meine Seite, über rechts ist überhaupt nicht meine Seite. Leute. Meine Güte, ihr tut's mir da was an. So. So, schlussendlich haben wir es dann doch geschafft. Gut, ich sage auf alle Fälle danke fürs Zusehen, fürs Dabeisein und ich hoffe, wir sehen uns natürlich beim nächsten Video dann wieder. Diesmal nur eine kurz, kleine Tour. Beim nächsten Mal vielleicht wieder ein bisschen länger, schauen wir mal, je nachdem. Und ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Hermi.